Es hatte sich die letzten Wochen angedeutet, jetzt ist es passiert. Paderborn hat einen leuchtenden Stern verloren. Promi-Trainer Steffen Effenberg muss gehen. Die Detmolder haben dazu eine klare Meinung. Das war doch überfällig. Warum? Ja, was hat er denn bis jetzt gebracht? Außer, dass er Effa heißt. Ich finde es ein bisschen schade. Ich meine, er hatte keine Erfolgsserie, aber ich finde es trotzdem schade, dass ihm die Chance nicht weitergegeben wird. Allerdings jetzt auch, wenn keine Trainerlizenz weiter im Kompletten vorhanden ist, ist schon dann ein bisschen blöd und sollte man auch überlegen, ob man den Job wirklich noch machen möchte. Das Ganze drumherum, was bei ihm ist, ne? Ich glaube, das lenkt ihn zu viel ab. Frau, Mutter, was weiß ich nicht alles. Und wenn man in so langer Zeit das einfach nicht schafft, überhaupt keine, dann werden wichtige Spieler, der eine, der den nackten Hintern gesagt hat, war natürlich ein wichtiger Mann, den hätte ich vielleicht richtig verdonnert, aber nicht rausgeschmissen. Ja, nicht positiv, überhaupt nicht. Glauben Sie, so ein Trainer passt nicht hier? Nein, ist kein Führungsmensch, kann auch kein Team leiten, würde ich mal so sagen. Ich kenne den ja nicht persönlich, aber was man so mitgekriegt hat. Nee, ich weiß es nicht, also kann ich schlecht so sagen. Also es war irgendwie abzusehen, fand ich jetzt. Überraschend jetzt, weil Fink ja letzte Woche noch gesagt hat, er hat eine Jobgarantie bis zum Sommer. Aber irgendwie, das war schon seltsam, ne? 15 Spiele, nur 2 gewonnen. Stefan Effenberg verlässt den SC Paderborn. Ja, ein Glück. Ein Glück? Ja. Warum? Ja, weil es noch nichts gebracht hat. Was glauben Sie, warum? Woran hat's gegeben? Ja, erstmal hat er die Fähigkeit nicht, hat auch keinen Trainerschein, hat sich da so ein bisschen, sag ich mal, reingemogelt. Und das ist nicht gut. Vernünftig. Warum? Weil jemand, der so drauf ist, kein Trainer ist.